Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute die Themen Zelda. Allerdings nicht bei uns in den News, sondern bei uns auf den, ja, in der Videoproduktion. Ganz viele Sachen zu Zelda. Gibt's heute unter anderem auch das Testvideo gerade frisch zu Ende geschnitten. Der Lukas Schmid hat da ewig dran gearbeitet. Jetzt ist es da, 15 Minuten, erfahrt ihr alles über das Spiel. Jetzt aber zu unseren Themen. PS Plus im März, Mass Effect Andromeda, Ghost Recon Wildlands und EA Star Wars Battlefront 2 und was ganz Neues von BioWare. Ja, sind wir mal gespannt. Wir fangen an mit den PS Plus Spielen im März, die stehen jetzt fest. Sony hat die Gratisspiele mal wieder auf dem PlayStation-Blog bekannt gegeben, diesmal offiziell. Highlight diesmal dürfte Tearaway Unfolded für die PlayStation 4 sein. Sehr schönes Spiel. Ja, ein sehr schön gemachtes Action-Adventure. Ja, genau. Ihr erkundet da so eine Papierwelt und habt auch selber kreative Möglichkeiten, irgendwas zu erstellen. Ebenfalls für die PlayStation 4 dabei ist Disc Jam, ein Multiplayer-Sportspiel für 2 bis 4 Spieler. Und auch für die PS3 gibt es ein paar interessante Titel. Genau, Earth Defense Force 2025 und das Anime Beat'em Up Under Night in Birth Exe Latte. Aber ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig. Late. Bestimmt nicht late, Latte. Wahrscheinlich. Late. Ja. Under ja, Night in Birth Exe. Exe. Exe? Was ist Exe? Ein abstruser Name für ein Latte. Für ein Late. Sehr schönes Beat'em Up. Aber. Für PS Vita gibt es im März den Puzzle-Plattformer Lumo und das Action-Adventure Severed. Severed, ne? Severed. Genau, alle Titel könnt ihr ab dem 7. März downloaden, umsonst, falls ihr PlayStation Plus Abonnent seid. Bis dahin habt ihr auch noch die Gelegenheit, euch die Februar-Spiele zu sichern. Da war unter anderem Little Big Planet 3 dabei und Nota Hero. Nota Hero. Nota Hero. So, Nota Hero. Masseeffekt Andromeda. Nota Hero, so ein Anwaltsspiel. Der Simon ist heute schon wieder albern. Mass Effect Andromeda, keine Multiplayer-Beta vor Release. Entwickler BioWare hat den eigentlich angesetzten Multiplayer Test ersatzlos gestrichen. Oha, ja. Da gehen ja die Alarmglocken los, oder? Ach nee, ich glaube eigentlich nicht. Das Studio hat das gegenüber PCGamer.com auch nochmal ein bisschen so begründet. Eine Beta erachtet man nicht mehr als besonders notwendig. Da scheint alles zu laufen irgendwie. Lediglich die Besucher der PAX East, die findet vom 10. bis 12. März statt, die dürfen jetzt vorm Release dann auch diesen Multiplayer-Part von Andromeda eben nochmal ausprobieren. Und während dieser Messe wird es wohl auch neue Details zum Gameplay und der Story geben. Es kommt ja schon demnächst raus, ja. So lange ist es ja nicht mehr hin. So lange kann man sich schon gedulden. 23. März für PlayStation 4, Xbox One und auch den PC. Mhm. Ja, ich hoffe mal, du hast recht. Und ich hoffe mal nicht, dass es heißt, wir machen keine Beta, weil das Spiel nämlich gar jetzt nicht mal, jetzt ist. Mal unter uns, ganz ehrlich, wer spielt denn Mass Effect wegen dem Multiplayer-Modus? Ja. So viel dazu. Ghost Recon Wildlands. Das hat, da gab es eine Beta, und zwar jetzt am Wochenende. Viele von euch haben da sicherlich mitgespielt. Ich habe da auch mitgespielt. Die ganze Open-Beta, die hat wohl Rekorde gebrochen, ja. Insgesamt nahmen mehr als 6,8 Millionen Spieler an den Testphasen des Titels teil. Und das ist tatsächlich die höchste Teilnehmerzahl an der Beta, die Ubisoft bisher erreichen konnte. Und da denkt man natürlich, wie war es bei Division? Weil das war ja auch gigantisch. Ja, The Division, da gab es lediglich 6,4 Millionen Teilnehmer. Und der aktuelle Rekordhalter, um das vielleicht auch mal im Auge zu behalten, ist natürlich Blizzards Overwatch. Da haben insgesamt 9,7 Millionen Spieler mitgespielt. Ja. Das Koop-Konzept von Wildlands scheint auch aufzugehen. Also es gab ja einerseits Kritik, aber auch Lob für diese Beta. Mehr als 60% der Spieler haben sich zu Teams zusammengeschlossen und das Spiel eben mit Freunden zusammen gespielt. Es gab ziemlich viel Feedback, auch Negatives natürlich. Einige Spieler waren ziemlich enttäuscht. Wildlands wäre zu repetitiv. Die Fahrphysik, die macht Probleme. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mir auch, ja. Fahrphysik, also, definitiv. Und die Serverstrukturen, die wären auch nicht optimal. Ja. Jetzt ist halt die Frage, es kommt am 7. März raus, also diese Tage quasi. Inwieweit jetzt da noch große Änderungen kommen, ne? Das ist jetzt halt fraglich. Ja? Genau. Ja gut, so Sachen wie zum Beispiel Fahrphysik könnte ich mir schon vorstellen, dass man das ein bisschen patchen kann, relativ easy. Aber ja, das, wenn man das Spiel jetzt zu repetitiv findet, also es ist jetzt nicht so, dass die Leute da, die Entwickler in den 2 Wochen, den sie jetzt noch haben, irgendwie total coole Inhalte jetzt neu bauen oder so. Müssen wir abwarten. Ja, wir testen es natürlich für euch, findet ihr dann auch wieder als Videotest. Kommen wir zu EA und Star Wars Battlefront, beziehungsweise der neuen... Le Battlefront. Und einer neuen BioWare IP. Es gibt Blake Jorgensen, der CEO von EA, du alberner ja, Sack, ich auch. Hat im Rahmen der Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference neue Infos zu Battlefront 2 gegeben. GameSpot berichtet, Battlefront 2 soll demnach viel größer ausfallen als der Vorgänger.
Eine Singleplayer-Kampagne, die wurde schon vor ein paar Wochen offiziell bestätigt. Und mit dabei sollen auch jede Menge neue Charaktere sein in Battlefront 2, die auch aus den aktuelleren Filmen stammen, also aus hier Episode 7 unter anderem. Ja, auch zum neuen BioWare-Projekt gab... BioWare? Nein, BioWare. Gab jetzt Schluss jetzt, Simon. Er lacht hier die ganze Zeit. Gab der Jorgensen da erste Infos, da soll es sich um ein reines Actionspiel handeln und der Titel soll in einem Sci-Fi-Setting angesiedelt sein. Sorry. Da war heute was im Kaffee, oder? Glaube ich, im Clown versehentlich in meinen Kaffee gerührt. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Es gibt auch durchaus seriöse Videos bei uns. Das wisst ihr ja, das kennt ihr ja. Findet ihr einfach bei uns in der App oder auf der Webseite. Ja, bis dann. Tschüss. Der Lachsack, ey.